Unsere zweite Station ist in Stetten und dort besuchen wir das Weingut Aufricht. Der Johannes erwartet uns schon und wir sind super pünktlich zur Lese vor Ort. Und ich freue mich natürlich auch aufs eine oder andere Glas Wein. Hi! Hi, schön, dass du da bist. Danke, ich bin die Tine. Ich bin der Johannes. Freut mich sehr, bei euch zu sein. Und zwar in der vollen Action, oder was ist da heute los bei euch? Wir sind Vollgas in die Weinlese gestartet, was heute gern wird, ist Grauburgunder. Mhm. Und helfende Hände sind immer willkommen. Dafür bin ich da. Zeigst du mir, wie es geht? Ich glaube, wir schnappen uns jeder eine Schere, einen Eimer und dann legen wir los. Absolut. Vielleicht magst du was über eure Weine erzählen. Was ist so ganz typisch für euer Weingut? Also Weine, die mir unglaublich viel Spaß machen, sind Weine, die mit einer Leichtigkeit und einer Eleganz bestechen, ohne dass sie dabei profan werden und immer dazu einladen, den nächsten Schluck zu genießen und nochmal ein Glas nachzuschenken. Ich möchte Weine machen, die nicht satt machen, die sich nicht über hohen Alkoholgehalt oder sehr viel Holz definieren, sondern ich möchte Weine haben, die eine Finesse haben und eine unglaubliche Spannung beinhalten. Und das schaffen wir hier am Bodensee ganz wunderbar über unsere Höhenlage. Der See ist auf 400 Höhenmeter. Hier oben auf dem Berg sind wir bei knapp 500 Höhenmetern. Es ist sehr, sehr frisch hier. Es wird niemals richtig heiß. Das heißt, die Trauben können ganz langsam in Ruhe reifen, ohne dass sie einen Hitzeschock bekommen. Und somit haben wir am Ende Trauben, die reif sind, aber mit einem nicht allzu hohen Zuckergehalt. Und das bringt frische, spannungsgeladene, leichte Weißweine. Haben ganz tollen Duft und Geschmack nach Aprikose. Und davon alle in den Eimer. Okay, alles klar. Schaffen wir das heute. Also Aussicht ist top hier oben, aber ich finde die Luft echt dünn. Ein Glas Wein wäre jetzt perfekt. Habe ich da Wein gehört? Nach so viel Arbeit, ein Gläschen zum Feierabend? Johannes, das ist so eine gute Idee. Ich habe dir ein Schlückchen Grauburgunder mitgebracht. Ich denke, das passt sehr gut zu deinen Schuhen. Farbschema passt. Darf ich dir die aufmachen? Ich bitte darum. Ich bin gespannt, ob ich die Aprikose wieder im Glas... Die wirst du total schmecken und auch etwas Kräutriges, was ein bisschen an Salbei erinnert. Ich liebe Salbei. Johannes, danke dir. Schön bei euch. Ich glaube, ich komme nie mehr runter. Hervorragend. Ich finde, er bleibt so lang frisch am Gaumen und ist... Man hat noch lange davon. Man hat noch so lange davon, genau. Was für ein cooler Besuch beim Weingut Aufricht. Johannes hat sich extra Zeit für uns genommen und hat mir gezeigt, wie ich die Trauben professionell ernte. Ich saß auf einem riesen Holzfass, habe Wein mit ihm verkostet und natürlich den perfekten Grauburgunder für mein Rezept mitgenommen.